Wissen Sie, was all diese Menschen gemeinsam haben? Ich habe den Partner gefunden, der in mein Konzept passt. Nicht umgekehrt. So auf Augenhöhe. Verstehst du? Ich will den Betrieb schon weiter ausbauen. Aber ich will auch was Eigenes schaffen. Löblich? Vielleicht sogar einen neuen Trend setzen. Ich will mich ja nicht mehr einmischen. Aber schmecken muss es. Mehrere tausend Produktvarianten. Sogar Malze und Sauerteige machen die selbst. Sowas gibt's, wenn ich's dir doch sage. Wirtschaftlich passen muss es. Passt. So muss das. Packen wir's gemeinsam an. Das sind Teamworker. Helfen, dass dein Laden läuft und die Produkte funktionieren. Ich war dort. Die fahren einen gigantischen Aufwand bei der Qualität. Vom Saatgut bis zum fertigen Produkt. Alles aus einer Hand. Ich glaube, die kennen jedes Korn beim Namen. Ich bin überzeugt, dass niemand seine Rohstoffe genauer unter die Lupe nimmt. Aber schmecken muss es auch, Junge. In der Küche liegt noch ein Stück von unserem neuen Hausbrot. Probier's. Für mich fühlt sich alles verdammt richtig an. Fertig. Sag schon. Wer ist es? Du kennst sie. Sehr gut sogar. Du siehst, Papa, ich mache nicht alles anders als du. Mit IREX stehen Kompetenz, Erfahrung, einzigartige Qualität und mehrere tausend Teamworker an Ihrer Seite. Bereit, kräftig mit anzupacken. Wo, sagtest du, liegt euer neues Hausbrot? Na, schon neugierig geworden? Herzlich willkommen bei IREX. Mein Name ist Andreas Katzdorfer. Ich bin verantwortlich bei IREX für die Fertigung unserer Backzutaten. Und weil unsere Produkte nicht nur lecker schmecken sollen, sondern auch nachhaltig und wirtschaftlich produziert werden, entführe ich euch nun in eine faszinierende Hightech-Welt, in unsere Backzutatenproduktion. Man kann unsere Backzutatenproduktion wirklich als technisches Meisterwerk bezeichnen. Durch das in sich geschlossene, vollautomatische Chargenmischsystem stellen wir sicher, dass sich keine Rohstoffe ungewollt vermischen und können so Kreuzkontaminationen komplett vermeiden. Diese Sicherheitsstandards sind mit denen der pharmazeutischen Industrie vergleichbar. Unsere Produktion ist aber nicht nur wahnsinnig sicher und effizient, sondern auch ressourcenschonend. Wir machen uns hier die Fallgesetze der Physik zunutze und sparen so ziemlich viel Energie. Egal ob beim Komponieren der Rohstoffe oder beim Absacken, die Ebenen sind so angeordnet, dass das Produkt immer von oben nach unten fällt. Wir verarbeiten hier verschiedenste Rohstoffe, wie zum Beispiel Getreideerzeugnisse und Saaten, zu mehreren tausend Produktvarianten. Damit nur einwandfreie Rohstoffe in die Produktion gelangen, überprüfen wir schon bei der Anlieferung alles genauestens. Teilweise werden vorab sogar Backtests durchgeführt. Erst wenn unser Labor grünes Licht für die Probe gibt, darf der Rohstoff abgeladen werden. Das Komponieren der Backzutaten erfolgt vollautomatisch. Gesteuert über ein Magnetfeld im Boden
bewegen sich die fahrerlosen Transportfahrzeuge mit den Chargencontainern selbstständig zu den Rohstoffsilos und holen sich Zutat für Zutat ab. Eingebaute Präzisionswagen sorgen immer für die exakte Dosierung. Die jeweilige Rezeptur erhalten Sie dabei vom Fertigungsleitrechner, dem Gehirn der gesamten Produktion. Übrigens, mit unserer ausgeklügelten Produktverträglichkeitsmatrix können wir hier auch viele Spezialprodukte, wie zum Beispiel glutenfrei, koscher oder halal fertigen, für die eine besondere Herstellung und Reinigung erforderlich sind. Nach dem Komponieren werden die Zutaten mit einem Mischwerk, welches in den Container eintaucht, ordentlich durchgemischt. Alles erfolgt im selben Chargencontainer. Das sorgt auch an dieser Stelle für höchste Produktsicherheit. Nach dem Mischvorgang wird automatisch eine erneute Probe gezogen und im Labor überprüft. Erst wenn alles okay ist, wird die fertige Charge zur Absaugung freigegeben. Auf diesen letzten Metern durchlaufen unsere Produkte nochmal verschiedene Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel feinste Siebe oder Metalldetektoren. Je nach Produkt und Bedarf gibt es verschiedene Verpackungsgrößen. Wir sind sehr flexibel und können jederzeit auf individuelle Kundenwünsche reagieren. Nach der Absaugung werden die Gebinde vollautomatisch palettiert und in unser Hochregallager eingelagert, bevor sie sich anschließend auf den Weg zum Kunden machen. Weil der komplette Materialfluss elektronisch protokolliert wird, also jede einzelne Charge einen eigenen Lebenslauf hat, wissen wir zu jeder Zeit, welche Rohstoffe in welcher Menge in welcher Produktionscharge verarbeitet wurden. So können wir unseren Kunden eine lückenlose Rückverfolgbarkeit garantieren. Ihr seht, an jeder Stelle unserer Produktionskette hat Qualität und Reinheit oberste Priorität. Das heißt Kontrolle, Kontrolle und nochmals Kontrolle. Einerseits durch die vielen technischen Kontrollmechanismen und das integrierte Betriebslabor, andererseits, weil wir stets Hand in Hand mit unseren Kollegen im IQ-Zentrum zusammenarbeiten. Beim Stichwort Hand in Hand zusammenarbeiten übergebe ich euch nun an meinen Kollegen. Von ihm erfahrt ihr, wie sorgfältig wir all unsere Rohstoffe und Produkte durchleuchten. Genau. Herzlich willkommen im IREX IQ-Zentrum. Mein Name ist Dr. Thomas Kunte. Sicherheit und Qualität stehen für uns an erster Stelle. Was wir dafür alles tun, das zeige ich Ihnen jetzt. In diesen Laboren sehen wir im Grunde wie mit einer hochauflösenden Lupe ins Innere des Getreidekorns. Damit garantieren wir Reinheit und gleichbleibende Qualität dieses Naturproduktes über die gesamte Wertschöpfungskette. Das beginnt schon beim Anbau auf eigenen Vertragsfeldern, dem Einkauf einzelner Rohstoffe, über den gesamten Produktionsprozess bis zum fertigen Produkt. Nehmen wir als Beispiel einmal ein ganz normales Getreidekorn. Das allein besteht aus einer Vielzahl an chemischen Verbindungen. Dies prüfen und kontrollieren wir, bevor Rohstoffe bei uns zur Verarbeitung freigegeben werden. Beginnen wir beim Mehl, dem Hauptrohstoff jedes Bäckers. Es ist ein Naturprodukt, was jährlichen Schwankungen unterliegt. Hier im Mehlanalytiklabor erkennen wir diese Schwankungen und können rechtzeitig ausgleichend einwirken. Zuverlässig gleichbleibend hohe Qualität ist ein Muss für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe unserer Kunden. Übrigens, auch unseren Kunden steht dieser Laborservice zur Verfügung. Enzyme sind die kleinen Helfer in der Natur. Ohne natürliche körpereigene Enzyme könnte keine Pflanze, kein Mensch und kein Tier überleben. Kleinste Mengen dieser Enzyme haben auch beim Backen große Wirkung. Umso wichtiger ist es, die genaue Menge der Enzyme in unseren Backzutaten zu bestimmen und deren Aktivität zu kennen. Da wir das in-house tun, wissen wir ganz genau, wie die Enzyme im Teig zusammenspielen, damit die Qualität der Gebäcke optimal wird. Noch nie waren Backzutaten so rein wie heute. Doch wir setzen noch eins drauf. Absolut einzigartig in der Branche ist unser Ultraspurenanalytiklabor. Hier können wir geringste Spuren verschiedener Stoffe ausfindig machen. Dies können entweder unerwünschte, wie zum Beispiel Allergene oder Pestizide, oder auch erwünschte sein,
wie zum Beispiel natürliche Fermentationsaromen. Ultraspurenanalytik setzen wir also nicht nur ein, um die höchste Reinheit, sondern auch bestmögliche Produkteigenschaften zu garantieren. Hier sehen wir eine Flüssigkeitschromatographie Triple Quadrupol Massenspektrometer. Wieder so eine Hightech-Lupe, mit der wir mehr als andere sehen können. Damit können wir Stoffe bestimmen, die mit nur einem Gramm in 1000 Tonnen Produkt enthalten sind. Hightech gibt uns Qualitätssicherheit, aber schmecken muss es auch. Und zwar mit allen Sinnen. Schmecken, riechen, fühlen. Darum geht es in unserem Sensoriklabor. Speziell geschulte Experten bewerten hier sämtliche Nuancen unserer Rohstoffe und Produkte hinsichtlich Aroma, Aussehen und Textur. Nur was allen Sinnen wirklich gut schmeckt, wird später auch ein IREX-Produkt. Und letztlich kommt der Praxistest in unserer Bäckerei und Konditorei von Bäckern für Bäcker. Deutlich mehr als 30.000 Backversuche jährlich für optimale Qualität und Produkte, die im Hochbetrieb zuverlässig funktionieren. Für den optimalen Service vor Ort sorgt unser starkes Außendienstteam. Rund um den Globus stehen unseren Kunden über 500 Bäckereifachleute aus 30 Nationen tagtäglich als Berater und Impulsgeber zur Seite. Sie packen mit an und arbeiten Hand in Hand mit den Kunden an kreativen Rezepten, Konzepten und individuellen Produktlösungen. Zu unserem Kundenservice gehört aber auch ein vielfältiges Angebot an Schulungen und Seminaren in unseren internationalen Back- und Servicezentren. Herr Hombach ist ein Leiter unserer Backakademie. Hallo, Herr Dr. Kunte. Ja, in unserer Backakademie betreuen wir unsere Kunden durch unsere erfahrenen Praktiker und arbeiten mit ihnen Rezepte aus, arbeiten nach ihren Verfahren, bringen unser Know-how mit ein, das wir aus unseren internationalen Beziehungen pflegen. Dabei geht es auch oft um Trendrohstoffe wie unsere Malze aus den hauseigenen Melzereien. Diese lassen den Kunden dann auch noch Möglichkeiten für ihre eigenen kreativen Ideen. Mmh, herrlich malzig. Beim Stichwort Malz übergebe ich an meinen Kollegen aus dem Malzbereich, der Ihnen erklären wird, wie bei IREX aus dem Korn ein köstliches Naturprodukt wird. Herzlich willkommen bei IREX. Mein Name ist Matthias Hansen und ich bin zuständig für Malz. Und weil bei uns Qualität nicht nur mit Reinheit zu tun hat, sondern ganz viel mit Geschmack und Vielfalt, entführe ich Sie jetzt in unsere köstliche Welt der IREX-Malze. Malz ist ein vollkommenes Naturprodukt und seit Hunderten von Jahren im Einsatz in den Brauereien, später dann auch in den Bäckereien als Backzutat. Malz bringt wunderbares Aroma mit, was den Brauern und auch den Bäckern eine schier unendliche Vielfalt an Geschmack und Möglichkeiten mitgeben. Bereits seit der Firmengründung vor über 160 Jahren gehört das Malz zu IREX. Heute sind wir der einzige Backzutatenhersteller mit eigener Malzproduktion. Aufgrund dieser langen Tradition und Erfahrung haben wir mittlerweile eine breite Palette an verschiedenen Basismalzen und eben auch Spezialmalzen, wie zum Beispiel unsere Karamell- und Röstmalze oder auch unser Aroma- und Sauermalz. Unser breites Produktportfolio macht uns zu einem der größten Hersteller von Spezialmalzen weltweit. Erfahrung ist das eine, aber auch stetige Investitionen in Technik und Know-how bilden die Basis für unsere hochqualitativen Malzprodukte. Für einen Blick hinter die Kulissen nehme ich Sie jetzt mal mit. Das Getreide für unsere Melzereien wird hauptsächlich per LKW angeliefert. Nach der Kontrolle der wichtigsten Parameter in unserem Labor wird das Getreide ausgeladen und in unser Silo verbracht. Aus dem gelagerten Getreide werden Produktionschargen generiert, welche dann in den Getreidevorbehältern der Melzerei vorgelegt werden. Das Getreide wird schließlich mit Wasser zusammen geweicht und anschließend belüftet, um den Vorgang der Keimung in Gang zu setzen. Anschließend wird das bereits spitzende Grünmalz in Keimkästen gebracht, wo es für mehrere Tage bei verschiedenen Temperaturen ideal keimen kann. Von da an gibt es zwei Wege, die das Grünmalz nun gehen kann. Direkt zum Schwelken und Darn, was schließlich zu unseren Basis- und Melanoidinmalzen führt, oder aber in eine Rösttrommel, wo das Grünmalz zunächst verzuckert und anschließend karamellisiert wird.
So entstehen unsere feinen Karamellmalze. Fertiges Malz von der Darre kann des Weiteren in der Rösttrommel zu Röstmalz verarbeitet werden, ganz ähnlich wie beim Kaffee. So entsteht die große Vielzahl der Irex-Malze. Ein weiteres Produkt, das ausschließlich aus Malz hergestellt wird, ist der Malzextrakt. Hierfür wird bestes Irex-Pilsner-Malz, wie auch beim Brauprozess, geschrotet und mit Wasser zusammengemeischt. Dabei werden Stärke in Zucker umgewandelt und feine Malzaromen gelöst. Die so erhaltene Würze wird nun über Verdampferkolonnen aufkonzentriert, wodurch ein dickflüssiger Malzsirup entsteht. Dieser Extrakt, der auch noch als besonders dunkle Variante verfügbar ist, findet nun vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Backwaren. Natürlich müssen unsere Prozesse effizient und wirtschaftlich sein. Als Nahrungsmittelunternehmen mit einer über 160-jährigen Tradition denken wir aber auch langfristig und arbeiten beständig am Thema Nachhaltigkeit. Wir betreiben zum Beispiel mehrere Blockheizkraftwerke. Diese haben einen Gesamtwirkungsgrad von durchschnittlich 90%. Das ist doppelt so hoch wie bei einem konventionellen Kraftwerk, denn die Abwärme wird parallel mitgenutzt. Beispielsweise geben wir die Abwärme aus der Malztrocknung nicht einfach ungenutzt an die Umwelt ab, sondern führen sie in den Prozess zurück, wo sie sinnvoll weiterverwendet werden kann. Für unsere hochwertigen Irex-Malze braucht es aber noch mehr als effiziente und technisch ausgefeilte Produktionsprozesse. Ganz entscheidend ist auch die Qualität der verwendeten Rohstoffe. Da hat Irex einen großen Vorteil. Über unseren eigenen Agrarhandel beziehen wir hochwertiges Getreide für unsere Mälzereien und können jede Getreidepartie bis zum Feldschlag des Landwirts zurückverfolgen. Dadurch, dass wir schon bei der Auswahl des Saatguts Einfluss nehmen können, haben wir außerdem die Möglichkeit, individuelle Kundenwünsche zu erfüllen oder auf bestimmte Trends zu reagieren. Also wir sind von Anfang bis Ende dabei und haben die Möglichkeit, auf jeden Schritt in unserer Wertschöpfungskette direkt Einfluss zu nehmen. Man könnte fast sagen, wir kennen jedes Korn beim Namen. Das ist aber noch lange nicht alles, was wir für die Qualität unserer Malzprodukte tun. In unseren Laboren führen wir zahlreiche Qualitätskontrollen durch, die zum Teil weit über dem Durchschnitt liegen. Beispielsweise prüfen wir den Gushing-Effekt von jeder produzierten Charge mittels modifiziertem Carlsberg-Test. Oder stichprobenartig die Sortenreinheit mittels Protein-Gel-Elektrophorese, sozusagen den Fingerabdruck jeder einzelnen Getreidesorte. In unserem Ultraspurenanalytik-Labor haben wir außerdem die Möglichkeit, geringste Mengen unerwünschter Stoffe, wie zum Beispiel Pestizide oder Schwermetalle, zu erkennen. Auch hier profitieren wir und damit unsere Kunden von der Zusammenarbeit unserer beiden Hauptgeschäftsbereiche, den Backzutaten und Malzen. Denn auch im Bereich Qualität arbeiten wir Hand in Hand und können so gemeinsam in Labore, unter anderem eben unser hochmodernes Spurenanalytik-Labor, investieren. So. Und damit sind wir am Ende unserer kleinen Tour durch die Irex-Welt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns ein bisschen näher kennenzulernen. Wahnsinn, was Irex aus Getreide alles macht. Und ich sage euch, es schmeckt.